Vor dem Landgericht München hat heute der Prozess um Bilanzfälschungen beim mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard begonnen. Es ist der mutmaßlich größte Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Dem ehemaligen Vorstandschef Braun und zwei Mitangeklagten wird vorgeworfen, den unprofitablen früheren DAX-Konzern schöngerechnet zu haben, um Anleger und Kreditgeber zu täuschen. Der Schaden liegt bei etwa 3 Milliarden Euro. Wirecard wird 1999 in der Nähe von München gegründet. Die Firma wickelt Zahlungen ab und verdient bei jeder Transaktion einen kleinen Betrag. Schnell wird das Unternehmen zum Inbegriff einer deutschen Erfolgsgeschichte, hofiert von Investoren, unterstützt von der Politik. Im September 2018 schafft Wirecard es in den DAX. Firmenchef Markus Braun zeigt sich äußerst optimistisch. Wir glauben, es liegt ein gewaltiges Wachstum vor uns. Auf das konzentrieren wir uns. Der DAX ist hier nur ein Zwischenschritt. Investigative Recherchen lassen den Börsenkurs ab 2019 mehrmals einbrechen. Wir haben einen Tipp bekommen. In Singapur gab es eine interne Untersuchung, ob Leute von Wirecard ihre Zahlen aufblähen würden. Im Juni 2020 bricht Wirecard zusammen. 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz erweisen sich als Luftbuchungen. Markus Braun stellt sich und den Konzern als Opfer dar. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Der mutmaßliche Hauptbetrüger Jan Marszalek, verantwortlich für den Geschäftsbereich, in dem Milliarden fielen. Er ist bis heute untergetaucht. Markus Braun und weitere Manager werden verhaftet. Im März 2022 erhebt die Staatsanwaltschaft München Anklage. Die Vorwürfe? Es ist zum einen die unrichtige Darstellung, die Marktmanipulation, die Untreue und der gewerbsmäßige Bandenbetrug. Die milliardenschwere Pleite von Wirecard hat das Vertrauen in den Finanzstandort Deutschland erschüttert. Der Strafprozess soll bis mindestens 2024 dauern. Und in München ist meine Kollegin Sabina Wolf. Also der ehemalige Wirecard-Chef Braun sagt ja, er sei nicht Täter, sondern Opfer. Wie wird seine Glaubwürdigkeit eingeschätzt? Vor dem Hintergrund, dass jetzt in der einen Stunde. Ja, das ist hier die Linie der Verteidigung des ehemaligen Vorstands der Wirecard. Er sagt, ich bin hier Opfer einer Bande geworden. Ich bin hier einem Betrug zum Opfer gefallen. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was hier eigentlich vorgegangen ist. Das gilt jetzt hier zu prüfen. Wir Journalisten können das wirklich nicht einschätzen. Es sind ganz, ganz viele Transaktionen, die hier angeschaut werden müssen, die die Staatsanwaltschaft vorlegt. Und erst am Ende werden wir sehen, was an den Bekundigungen von Markus Braun dran ist. Das ist ja ein unglaublich komplexes Verfahren. Man hört so von 900 Aktenordnern, die da bislang zusammengekommen sind. Und was man vielleicht nicht sofort versteht, wenn man nicht tief in dieser Materie drinsteckt. Warum ist es beispielsweise so schwierig herauszufinden, ob bestimmte Geschäfte von Wirecard nun tatsächlich stattgefunden haben oder ob sie frei erfunden waren? Ja, dieses sogenannte Drittpartnergeschäft, was hier Dreh- und Angelpunkt ist, das ist wirklich so schwer zu analysieren. Die Staatsanwaltschaft hat hier, ich muss hier gerade mal nachgucken, 340 Firmen, 450 Personen und 1100 Bankverbindungen geprüft. Und das alles auch noch zur überwiegenden Zahl im außereuropäischen Ausland. Also das ist ganz, ganz schwierig, alles nachzuvollziehen. Das ist eine unheimliche Arbeit. Die Soko Treuhänder hat hier mitgewirkt. Und jetzt gilt es eben zu gucken, sind diese Transaktionen tatsächlich gelaufen? Da muss man wirklich die Originalbelege anschauen. Die müssen alle aus dem Ausland quasi angefordert und überprüft werden auf ihre Authentizität hin. Und das ist gar nicht so einfach. Nun gibt es neben Braun auch noch zwei weitere Angeklagte in diesem Prozess, aber eine ganz wichtige Schlüsselfigur fehlt ja, das ehemalige Vorstandsmitglied Jan Marszalek, eben schon angesprochen im Film, der ja untergetaucht ist. Vielleicht zweigeteilte Frage dazu, gibt es irgendeine Chance oder wie wird die Chance eingeschätzt, dass man ihn vielleicht doch noch findet? Und zweitens, was bedeutet es für den Prozess, dass er nicht dabei ist?
Ja, Jan Marszalek, der Österreicher, das Mastermind hinter der ganzen IT, sagt man, dieses ganze Buchungswirrwarr, diese Blackbox, in der sich vieles abgespielt hat. Er würde natürlich wissen, was sich abgespielt hat, wahrscheinlich. Und jetzt hat er sich abgesetzt, kurz nach des Zusammenbruchs von Wirecard über Österreich nach Minsk. Jetzt wird er in Russland vermutet. Deutsche Behörden haben ja verschiedene Ersuchen gestellt, ihn dort zu verhaften und auch auszuliefern. Aber da gab es keine Antwort. Also es ist nicht davon auszugehen, dass Jan Marszalek irgendeine Auskunft zu bekommen ist oder dass er gar hier bei dem Prozess erscheinen würde. Aber natürlich, Ihre zweite Frage dazu, er könnte vieles erhellen hier, was im Dunkeln liegt, und er würde es wahrscheinlich nicht tun. Vielleicht auch noch ein Wort zum Verhandlungsort in München. Der ist ja schon besonders. Ja, das kann man wohl sagen. Also hier hinter mir ist ein Ableger sozusagen der Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim. Wir stehen hier davor, und unterhalb hier dieses Bodens, etwa 5 Meter in die Tiefe, da befindet sich ein Hochsicherheitssaal. Dort wird verhandelt, auch gerade noch zur Stunde, und die Anklage verlesen, das passiert heute. Also das ist wirklich ein besonderer Ort und den Umständen geschuldet, hört man. Vielen Dank, Sabina Wolf in München.